Was geht ab, Leute? Wir fahren nach Wien. Dion ist dabei, Reda, unser 17-Jähriger, ist dabei. Justin, unser Captain, sitzt da vorne. Wir haben noch eine Person mitgenommen, denn wir brauchen noch einen Fahrer. Das ist der Jürgen. Der geht auch zu pöschen. Justin ist schon am Cutten. Das ist nicht so gesprächig. Wie fühlst du dich, Justin? Lass mich in Ruhe jetzt. Ich würde sagen, wir fahren los. Dion, hast du Bock? Und wie? So, wir drei Siege und gehen in die Kalima. Tut so, als ob wir nach Albanien wieder fahren. Let's go. Wie findet ihr unseren Kofferraum? Wollen wir unseren Kofferraum kämpfen präsentieren? Wir. Diesmal schaffen wir das Gewicht. Diesmal kämpfen wir und diesmal gewinnen wir. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. You don't impress me. So, aber wir sind jetzt angekommen. Was sagst du? Also Leute, erstmal vielen, vielen Dank an die Vendetta für die Einladung, dass wir mit drei Kämpfer hierher kommen können. Wir waren gerade schon drinnen, wir haben schon eingecheckt. Die Kamera war leider noch im Auto. Ich muss sagen, wirklich Top-Ding. Wir haben ein Apartment für alle Kämpfer drin sozusagen. Das passt auf jeden Fall super. Die Fahrt war cool, 7 Stunden ungefähr, aber sind wir ja gewohnt, sag ich mal. Heute Abend beginnt der Weight Cut. Die Jungs müssen viel machen. Wir nehmen euch natürlich mit. Der Arjen ist genau deswegen am Start. Wir wissen, die Jungs werden ihr Gewicht bringen. Aber es wird hier immer hart. Diesmal ein bisschen härter sogar. Komm, wir nehmen euch mal mit. Besuchen wir die mal. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Reda, was sagst du? Wie viel musst du heute machen? 1 Kilo. 1 Kilo? Ja, und dein erster Weight Cut oder hast du schon mal einen gehabt? Jetzt nicht gescheit, so 4 Kilo war das. 4 Kilo? Und, wie lief's? War gut, ging auch schnell. Wie hast du dich danach gefühlt? Ja, ein bisschen kaputt, aber ging eigentlich fit dann. So, du gibst morgen dein MMA-Amateur-Debüt. Ja. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Auf jeden Fall habe ich Bock. Also ich will auf jeden Fall kämpfen. Ich bin bereit und ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. Wie lief deine Vorbereitung? Verletzungsfrei? Ja. Alles also gut? Ich hatte keine Verletzung. Alles perfekt. Ich bin bereit für den Kampf. Du fühlst dich fit auch? Ich bin Man sieht es dir an. Du siehst gut aus. Dankeschön. So, aber was sagst du, Reda? Dein Jungspund gibt heute morgen, Samstag, das Debüt. Der macht das auf jeden Fall. Also ich sag mal so, mach ich mir keine Sorgen. Der Reda, entweder wird es ein High-Kick, Knockout oder wir submitten den oder machen Ground and Pound, finde ich. Ich bin mir da ziemlich sicher. Gewicht ist auch kein Problem. Der Junge muss wenig machen. Ferd und Justin, wie schon erwähnt, müssen ein bisschen mehr machen. Ich sag mal so, besser hier das Gewicht machen. Dehydriert direkt, aber dann das Gewicht geben, wie wir öfters halt Gewicht gemacht haben bis 6 Uhr morgens. Und dann direkt losgefahren, 4 Stunden irgendwo hin. So ist es auf jeden Fall ein bisschen entspannter, sag ich mal. Justin! Was morgen erst? Ich mach Gewicht gerade. So, aber erklär mal, was du gerade hier machst. Also wir machen hier Platz, denn wir müssen unsere mobile Sauna aufbauen. Das Hotel hat leider keine Sauna. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen werden, also die Sauna, da wir Badewanne haben, aber für den Fall der Fälle, ne? Wie ist denn der Plan jetzt für deinen Weight Cut, wenn du keine Sauna hast? Erklär mal den Leuten, die wissen ja auch nicht alle, wie ein Weight Cut verläuft. Also ich sag mal so, wir haben 2 Zimmer, das heißt hier eine Badewanne. Und unten eine Badewanne. Ferhat wird unten das Gewicht machen, wird je nachdem im Wechsel betreut von Reda oder dir oder Dion. Ich werde mehr mit dem Justin bleiben, weil wir ein bisschen mehr machen müssen. Justin, wie viel hast du noch vor dir? Ich sollte jetzt so 77 Kilo haben. Und? Ich muss 70,8 haben. Also. Wechsel sich 2 so. Ja, wir bauen die Sauna auch hier auf. Die Badewanne ist oben. Der Weight Cut verläuft so, dass wir Gänge machen. Ob Sauna oder Badewanne ist egal. Jeder macht es anders. Wir machen 20 Minuten. Gänge mit 40 Minuten Ausschwitzgänge. Also hier bauen wir die Sauna auf und hier direkt daneben erstmal oben. Dann hier, wenn wir die Ausschwitz-Area machen, sage ich mal, 20 Minuten Gang, 40 Minuten Ausschwitzen, das ist ein Gang. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Ich habe auf 4 getippt. Er denkt vielleicht mehr, aber ich bin mal gespannt. Maximal 6 Gänge, denke ich, für beide. Und sollte dann eigentlich hinhauen. Du hattest ja mal was angesprochen mit einer kleinen gewissen Vorbereitung wegen Wassertrinken. Achso, ja, das Waterloading, also wer das nicht kennt, es geht ungefähr... Ja, genau, knapp 7 Tage. Du trinkst Samstag, Sonntag jeweils entweder 8 Liter, 6 Liter oder 8,8 oder 6,6. Dann am Montag halt weniger und es staffelt sich immer weniger. Warum? Der Körper wird angeregt, da du viel trinkst, musst du viel Urin ausschütten. Und dementsprechend, wenn du dem Körper weniger Wasser zuführst, wird dein Körper aber sozusagen verarscht und wird weiterhin mehr Urin ausschütten, als er eigentlich bekommt. Und so beginnt der Water, also der Wasserausgang, sage ich mal, der Weight Cut. Dann würde ich mal sagen, wir fangen an, damit wir nicht so lange heute die Nacht hier verbringen müssen. Wir müssen bis 4 verbringen, mit Ansage. So, Ferhat, wie geht's dir? Wie sieht's aus? Hast du Lust auf den Weight Cut? Ja, auf den Weight Cut keine Lust, aber wir sind jetzt angekommen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich bereit für den Kampf. Let's go.
Wie viel musst du denn cutten heute? 6 Kilo. 6 Kilo? Ja, das bedeutet, wie viel wiegst du und was kämpfst du? 83 und wir kämpfen 70 Kilo. Okay, wie sieht's aus? Hast du schon irgendwas von deinem Gegner gesehen? Ja, ich habe ein paar Videos gesehen, der kann ringen, ist Ringer, aber Stand-up wäre wie ein toter Vogel, also ich mache mir keine Gedanken darüber. Okay, was ist deine Prediction, was sagst du zum Kampf, was hast du für Vorstellungen? Kann volle Zeit gehen, kann K.O. sein oder je nachdem, mal gucken. There ain't no one like us, are you dumb, are you crazy? There's no way, G, me and my clique, we handling biz, while you and your clique, this... So Ferd, den ersten Gang in der Badewanne hast du geschafft. Was sagst du, du machst für dich, das ist auch das erste Mal, dass du hier Badewanne und Auschwitz machst? Auf jeden Fall, ich sag euch, Sauna ist auf jeden Fall viel leichter, vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht ich jetzt verliere, je nachdem, aber vom Gefühl her ist Badewanne viel schwerer auf jeden Fall. Fast hier ins Schwanken gekommen, angeschlagen, nicht vom Kampf, sondern vom Gewicht machen. Du hast vorhin gesagt, du hast vorhin einen schönen Satz gebracht, der mir ein bisschen gefallen hat, worauf ich mich auch freue. Was hast du vorhin gesagt? Das ist alles, bekommt mein Gegner wieder zurück. Das ist alles, was ich hier machen muss. Ich gehe davon aus, er macht keinen Weightcut, der wiegt wahrscheinlich 80 Kilo oder so, aber ist ja seine Schuld. Muss der damit rechnen und muss der damit leben. Erklär mal jetzt, wie lange warst du in der Badewanne, wie lange musst du jetzt hier ausschwitzen? 20 Minuten Badewanne, 40 Minuten hier, eingepackt liegen, alles ausschwitzen und dann nochmal, je nachdem, wie viel Gewicht man verliert und dann, jawohl. Okay, Ferhat, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. So Ferhat, du hast jetzt geschafft, deine erste Runde Badewanne. Und deine erste Runde ausschwitzen, wie fühlst du dich? Ist noch okay, aber ist anstrengend, ja. Ist hart auf jeden Fall. Jemand, zum Glück muss ich nicht so viel machen, andere Leute, die mehr machen müssen, sind auf jeden Fall am Arsch. Die tut mir leid, aber sonst alles gut, alles machbar noch im Rahmen. Also, der erste Gang vom Pferd ist durch. Justin hat 2 Kilo gemacht im ersten Gang. Mal sehen, was der Pferd gemacht hat. Wir haben hier 15 Tage geworden. Ein Gang ist durch. Eins, zwei maximal. Pferd hat 79,5. Das Video kommt ja nach dem Kampf. Wir haben angefangen mit 82,3. So, Albert, wir machen gerade mit Pferd eine kleine Pause. Wie sieht's bei Justin aus? Also, der Justin macht jetzt seinen zweiten Ausschwitzgang. Das heißt, er war jetzt schon zweimal in der Badewanne, einmal ausgeschwitzt. Jetzt schwitzt er das zweite Mal aus. Justin hat 2,2 Kilo verloren im ersten Gang. Pferd hat 2,5 verloren im ersten Gang. Es sieht sehr, sehr gut aus. Obwohl wir nicht die besten, sag ich mal, Voraussetzungen haben. Wir haben keine Saunadecke leider. Die kam nicht an. Ich habe die schon vor 3 Wochen bestellt gehabt. Beim nächsten Mal wird die da sein. Dann geht es noch ein bisschen einfacher. Wir haben unsere Sweat Cream hier, womit Ferhat sich gerade einschmiert. Er hat den ersten Gang ohne gemacht und trotzdem so viel geschwitzt. Habe ich extra gemacht, weil ich weiß, er hat viel Wasser im Körper. Ich wollte die Poren nicht mit der Creme sozusagen belästigen, sage ich mal. Jetzt wird er aber den zweiten Gang damit machen und ich hoffe natürlich, dass es nach dem zweiten Gang auch finito ist für den Ferhat. Justin, denke ich, macht danach noch 2, dann hat er 4 insgesamt. Ich habe ja von Anfang an gesagt, 4 muss er machen, denke ich. Das Ding wird jetzt hier 10 Minuten. Ihr könnt jetzt gleich in euer Zimmer bitte gehen, weiter live gehen oder was ihr da immer macht. Macht genauso weiter, Hauptsache ihr gebt nicht auf. So Reda, wir haben ja doch jetzt abends angefangen, ja, weil wir den Platz in der Sauna frei hatten. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut, sehr gut bis jetzt. Ja, ist perfekt. Ich kann noch. Schwitzt du? Ich schwitze behindert. Ist ja nicht viel, 1,3, 1,4 Kilo zu machen, ne? Ja, bist ja ein bisschen müde, sehe ich hier, ne? Ja, klar. So, was sagst denn du jetzt dazu hier? Das erste Mal, dass du bei einem Weightcut dabei bist? Also Respekt an jeden, der das durchziehen kann. Also ich sehe, was die Leute gerade durchmachen, wie die aussehen, wie kaputt die sind, aber so deren Ziel vor Augen haben. Also auf jeden Fall Respekt an jeden Kämpfer, der das durchmacht. Das muss man erstmal schaffen, diese Disziplin zu haben und Motivation. Das ist krass. Zitat Ende. Zitat Ende. So, Arber, wir haben 6 Uhr morgens. Wie lange habt ihr denn gestern noch mit Justin gemacht? Bis 3.30 Uhr. Dann haben wir gesagt, er soll schlafen eigentlich bis 7. Er ist aufgewacht um 6. Hat dann angerufen, jetzt sind wir hergekommen. Mit der Badewanne geht nichts mehr. Sauna gibt es nicht im Hotel. Deswegen haben wir die mobile Sauna dabei. So sieht sie aufgebaut aus an alle? Genau, war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Wir versuchen die 30 Minuten zu machen. Ohne Ausschwitzen diesmal. Er macht danach 1-2 Minuten Pause und geht direkt wieder da rein. Also ich denke mal, nach 2 Mal gucken wir erst auf dem Gewicht. Du bist viel psychisch. Du bist sehr viel mit mentalen Sachen. Du musst entspannen. Bei vielen Sachen, wenn du ja nicht entspannst, funktioniert etwas nicht, weißt du? Muss ich entspannen. Dann klappt es auch alles. Ja, alles klar. Wie sieht's denn bei den anderen 2 Kämpfern aus? Ach, die haben ihr Gewicht. For the wicked I'm bad and I'm blessed. Put it to the test. For the rest there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm not possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. So, wir wecken jetzt mal die Jungs auf. Guten Morgen, Sonnenschein. Aufstehen! Steh auf! Haben Sie gut geschlafen? Ja,
Ja. Was ist denn das, Digga, Alter? Auf Rede, aufstehen, komm! Kurz dort da. Ja! Ihr weckt uns eigentlich mit Freunden, wer hat euch verarscht, Mann? Vielleicht musst du noch mal Gewicht machen. Ich mach gar nichts. Und du? Guck mal den an hier. Den hauen wir jetzt mit Kissen. Nimm mal ein Kissen da. Drückst du mal schön ins Gesicht. Mach Rebisch dir auf. Also Leute, was geht? Gewicht ist geschafft, Reda hat es geschafft, Wert hat es geschafft, Justin hat es geschafft. Jetzt heißt es aufladen, chillen, runterkommen. Später ist die offizielle Waage um 17 Uhr. Ferd, wie geht's dir? Gut, gut. Bei mir ist alles gut. Gewicht machen war okay. War schwer, aber ging auf jeden Fall. Erzähl mal, worauf hast du am meisten Bock beim Aufladen? Worauf hast du richtig Heißhunger gehabt? Auf Süßgetränke, auf Red Bull. Ich hab noch Bock auf Red Bull. Wir holen dann später hoffentlich noch Red Bull. Und dann geht's morgen ab. Reda, wie geht's dir? Mir geht's top. Gewicht ging schnell. War nur ein Kilo. Worauf hast du denn am meisten Bock? Was hast du vermisst? Pizza. Pizza? Aber er hat mir versprochen, dass er mir eine Pizza gibt. Ich kann dir sagen, die Pizza, die ich gestern bekommen habe, die war echt richtig gut. Ich freue mich schon. Auf die kannst du dich freuen. Ja, aber noch mit Getränk und alles. Ich bin bereit für heute Abend. Du bist bereit. Und Dion, was sagst du zu heute? Ich fahre am Sonntag mit 3 Siegen nach Hause. Mehr gibt's nicht zu sagen. Leute, wir gehen jetzt zur Showwaage. Jetzt gibt es ein bisschen Action Jackson. Reda ist schon mal vorgefahren mit den Jungs. Sein Gegner ist heute leider nicht da. Der kommt erst morgen, also macht er Face-Off mit sich selber. So, da kommt auch endlich unser Coach und der Dion. Wie immer der fresheste Coach. Was sagst du, Coach? Warum bist du jedes Mal zu spät? Das Beste kommt zum Schluss. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt hier in der wunderschönen Hallmann-Doma angekommen. Showwaage beginnt gleich. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Es ist eine richtig geile Kulisse, wenn man es hier sieht. Echt gut. Wie in alten Zeiten. Ich meine, wie die alten großen K1-Galen mit Tischen allem drum und dran. Also immer noch sehr, sehr schön. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Mal sehen, wie die Showwaage gleich abgeht. Was geht ab, Leute? Ich gehe jetzt erstmal Golf spielen. Nein, Spaß beiseite. Ferd und Reda sind ready. Justin ist noch im Hotel, da er das Co-Main-Event hat. Reda macht den ersten Fight um 17 Uhr. Ich hoffe, ihr habt alle live mitgefiebert. Hast du Bock? Muss. Du? Ja, sowieso. War so. So, ich muss sagen, wir fahren zu alle. Ja. Das erste Kampf, Aufregung ist normal. Wenn du aufgeregt bist, ist das ganz normal, Walla. Ich hab fast Herzinfarkt bekommen, erster Kampf. Aber ab zweite Runde, ich sag mal so, wenn du erste Runde abkackst, ist zweite Runde aber okay. Also zweite Runde geht dann wieder alles. Mhm. Aber erste Runde kann sein, dass du ein bisschen Schwierigkeit mit dem Atmen hast, aber das klappt schon. Du musst auf jeden Fall müde sein wie sonst, weißt du? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du weißt ja, ich kämpfe normalerweise 300 Runden ohne abzukacken, aber ich kampf. Erste Runde, ich bekomme Herzinfarkt, zweite Runde bekomme ich erst Ausdauer wieder. Okay, hier ist Erdal. Ich komme aus Frankfurt. Heute kämpft der Bruder Ferhat. Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Wir wissen aber, das braucht er nicht, weil er knockt ihn heute aus. In diesem Sinne, peace out. Schöne Grüße aus Österreich, Wien. Heute wird nice. Let's go. Hände hoch! Jetzt! Du weißt was! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Weiter!
kaputt. Was ist das, ey? Hey, kämpf doch! Einfach weiter! Schlagen. Wie lange wollt ihr noch schlagen? Egal, easy win. Ja, nehmen wir die auch mit rein, oder? Erzähl mal, wie war dein erster Amateurkampf? War geil! War geil! Ich hab gesehen, du hast ein bisschen paar Faxen gemacht, als du auf deinem Blick warst in der dritten Runde. Ich fand's geil! Also es war ein bisschen langweilig, als du oben war. Da muss ich ein bisschen Show machen, weil Zuschauer wollen ja irgendwas sehen von mir. Ja, ja klar! Ja, ich dachte, er kann was. Aber meinte, er kann nichts. Und aber hatte recht. Er konnte nichts bringen. Ich hab gesehen, er kam mit vielen Schwingern. Habt ihr euch darauf vorbereitet, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir uns darauf vorbereitet. Ich hab gut eingesteckt. Er hat ein paar Dinge auch bekommen, ein paar Geraden. Aber am Boden war ich 1000% besser als er. Der hat viele Judo-Griffe benutzt. Wie kamst du damit zurecht? Ja, also er kam mich auf den Boden geworfen, aber ich kam schnell wieder raus, hab ihn gesehen. Also sein Grappling war jetzt nicht so gut. Sein Judo war eigentlich gut, ja, aber sein Grappling war halt scheiße. Er kann da noch ein bisschen dran arbeiten, also empfehle ich ihn auf jeden Fall. Okay, und ja. Wann sehen wir dich wieder? Wir sehen uns hoffentlich nächsten Monat wieder, dann kämpfe ich wieder bei GMC. Nächsten Monat, was sagst du dazu, GMC? Weiter geht's. Junge ist 17, er muss einfach Gas geben und die Siege nach Hause holen. Komm, jetzt kämpfen. Alles klar, let's go. Reda hat auf jeden Fall Spaß gehabt, es ist sehr wichtig, dass sie Spaß haben beim Einlauf. War top, war wirklich geil. Ich bin sehr stolz auf ihn. Leider hat es nicht für den Finish gereicht. Ich meine, wir hatten einmal im Stand, einmal am Boden, eigentlich den Finish. Der Referee wollte gerade leider den Kampf unterbrochen. Ich weiß nicht warum. Es ist aber so, total domination. Ich denke mal, dreimal 10-8 Runden gab. Easy going, wirklich. Das war super. Klar, im Stand hat der Trainer ein paar Treffer bekommen. Da hatte er die Defizite und arbeitet er aber. Im Stand hat er auch trotzdem den Gegner dominiert und hätte den Finish gehabt. Von daher, ich bin sehr stolz auf den Youngster, sag ich mal. Und es geht immer weiter. Next Generation is coming. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-white. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got his eyes, they keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth, where's your worth? I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I'll leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second. Fight! Der Takedown kommt oder ob sie ein bisschen da ist auch schon die Wand hinten, ja, geht seitlich weg, Kutinov dürfte eine Platzwunde am Kopf haben. Ab Ali Kutinov, ja, was soll ich sagen, sie sind mal wieder auf den Ring gestoßen, hat nichts gemacht, hat nur gerungen. Ich meine, Alhamdulillah, auch wenn wir verloren haben, wir sind dankbar dafür. Im nächsten Mal, inshallah, holen wir uns den Sieg. Wir sind auf einem guten Weg zum Profi, mental auf jeden Fall. Mental ist das Wichtigste. Und Training machen wir genug, werden wir genug machen. Ich habe gedacht, dass ich wusste, dass er ringt, aber so viel hätte ich nicht erwartet. Aber egal, Alhamdulillah, was soll ich machen? Ja, Juni machen wir die Deutsche Meisterschaft, holen wir einen Sieg und dann gehen wir auf die Weltmeisterschaft. Us! Jawohl. Ja, guck mal, der Gegner hat halt nur gehalten. Das ist halt langweilig so. Wäre das Profikampf, hätte Ferhat 100% gewonnen, weil Ellbogen, Knie am Kopf und so durfte er jetzt gerade nicht machen. Ferhat war besser, sag ich. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple-double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell.
schön. Clinch! Hol dir den Unterhaut! Was geht ab, Leute? Jürgen an meiner Rechten, Jürgen an meiner Linken, Lena an der Kamera. Wir sind jetzt im Krankenhaus. Justin wird jetzt hier versorgt. Wir haben ein paar Cuts, die beheben werden müssen. Der Kampf lief leider nicht so gut. Der Cut war viel zu hart. Wie am Anfang gesagt, dieses Mal wird es ein bisschen härter. Mein Gewicht hat alles geschafft. Aber es war viel zu viel. Es war viel zu viel. Ich weiß nicht warum, aber sein Körper hat auf die Diät nicht richtig reagiert, wie es sonst so getan hat. Wir mussten leider viel zu viel Gewicht machen. Viel zu viel. Ich werde jetzt nicht erwähnen, was, aber wir haben es ja geschafft. Trotzdem viel zu viel Gewicht verloren. Der Cut war viel zu hart. Die Ausdauer war nach der ersten Runde weg. In der ersten Runde haben wir den Gegner komplett dominiert. Im Striking, im Ringen, im Grappling. Wir hatten seinen Rücken dreieinhalb Minuten. Haben leider kein Finish bekommen. Die Ausdauer war komplett weg in der zweiten schon. Und dann war es eigentlich eher nur noch ein Überleben. Sag ich mal, zwei Runden lang hat der Justin viele Treffer bekommen. Sehr viele. Aber nicht mit Power. Es waren einfach viele Treffer, die getroffen haben. Dementsprechend auch die Cuts. Weil in der ersten Runde sah er noch komplett frisch aus. The show must go on. It is what it is. Wir haben einen guten Sieg eingefahren, einen sehr dominanten Sieg. Hat nicht mal drei Schläge bekommen in seinem ganzen Kampf. Zwei Runden sehr dominant gelungen, beziehungsweise erste Runde sehr dominant gelungen. In der zweiten Runde war es ausgeglichen und die dritte Runde haben wir komplett dominiert, haben den Gegner 5-6 Cuts aufgemacht. Er war fast zwei Stunden lang nur am genäht werden und haben den Kampf leider so verloren. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter, wie gesagt, wir kommen stärker zurück. Nicht die Resultate, die wir erhofft haben. Aber ich meine, wir konnten zeigen, dass wir auf jeden Fall eigentlich, ich sag mal so, der Daniel Scheude, der Ungeschlagene, hat sein Bestes gemessen mit Justins Bestes in der ersten Runde und hat gar kein Land gesehen. Hut ab, hat er gut gemacht gegen den Justin mit einem normalen Cut, wo die Ausdauer normal ist, hätte er trotzdem keine Chance gehabt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt für heute Nacht. Wir sehen uns morgen früh, wenn es zurückgeht, denn wir haben hier noch ein paar Stunden vor uns. So, Ferhat, was machen wir jetzt? Wir tun jetzt deine Arbeit auseinander. Boah, boah, warte, was ist das? Der war in seinem Traum gerade mit. So, aber es ist Sonntagmorgens. Wir wollen uns jetzt im Hotel auschecken, warten noch auf die Jungs. Erzähl mal, wie war die Fight Night? Also Leute, die Kämpfe waren cool, alle Kämpfe waren geil. Ich sag mal so, Reda hat souverän gekämpft, souverän gewonnen, dominant gewonnen. Ferhat hat einen guten Kampf geliefert, nach zwei erste Runde safe abgegeben, zweite Runde kann man so und so geben. Dritte Runde haben wir klar dominiert, klar gewonnen, 13 Takedowns verteidigt. Im Gegner hat Platzwunden vom Feinsten gegeben. Und ja, Justin hat seinen Gegner in der ersten Runde so behandelt, wie sein Gegner noch nie in seiner ganzen Karriere behandelt wurde. Der wurde komplett auseinandergenommen. Aber der Cut war zu krass, habe ich ja auch gestern gesagt im Krankenhaus. Justin hat keine Ausdauer mehr, aber Kämpfer hat es bewiesen, hat zwei Runden durchgehalten. Viele Schläge bekommen, sehr viele Schläge kassiert, aber nicht mit viel Wumms dahinter. Der Daniel konnte nicht so hart hauen. Aber trotzdem Treffer kassiert. Also der hat nicht einmal getaumelt. Oder weg, war nicht weg. Man hat wirklich gesehen, es war nur die Ausdauer, der da nicht mehr konnte und nicht die Schläge. Direkt danach war er hat auch keine Gehirnerschütterung gehabt oder so. Das heißt ja schon, war nicht viel Wirkung drin, nur halt oberflächliche Wirkung, sag ich mal, von den Verletzungen, weil die Anschläge so dünn sind. Die erste richtige Niederlage für Justin. Und das heißt, weitermachen. Jetzt gesund werden, wir gehen gleich ins Krankenhaus, wir gucken, was er hat. Er musste leider über Nacht dort bleiben. In erster Linie jetzt gesund werden und Fehler verbessern. Wir wissen ganz genau, was wir machen müssen in unserem Game. Wenn er da ist, sind nicht viele Fehler vorhanden. Man kann nur Sachen verbessern. Aber ja klar, wenn er im Auto auf Autopilot ist, die Sachen kann man ein bisschen mehr verbessern. Man kann am Cut arbeiten, dass man weniger cuttet, damit die Ausdauer ein bisschen besser ist. Und das Ausdauertraining noch einmal mehr nach oben pushen. Ich meine, Ferhat und Reda haben auch durchgekämpft. Und da hat man ja, klar, es waren 3 Minuten, keine 5 Minuten. Aber man hat ja gesehen, zum Beispiel, der Ferhat Pakis, seine Ausdauer ist ja da. So, von dem Reda auch. Von Justin ist die Ausdauer eigentlich auch da. Nur der Cut war halt ein bisschen zu viel. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es gefallen. Waren auf jeden Fall ein paar richtig geile Fights.